Eine höllisch falsche Vorstellung. Als Hölle bezeichnen die vom Herrn gegebenen Schriften den schlechten geistigen Zustand einer Seele, grob abgestuft in drei unterschiedliche Ebenen, wobei die unterste Hölle die auswegloseste darstellt. Eine örtliche Hölle im materiellen Sinn existiert nicht. Doch da Materie eigentlich gebanntes Geistiges ist, so ist ein Zusammenhang ersichtlich, welcher geistig schlechte oder böse Aktivität selbst in der Materie verspüren lässt. Grundsätzlich sind Bilder der Hölle aus einzelnen Visionen über arge Seelenzustände für unsere bildliche Vorstellung verantwortlich. Aus nachfolgender Sammlung sind viele Schreckensszenarien zu entnehmen. Es zeigt sich, dass die Darstellungen durchaus richtig sind, doch deren Deutung ohne die Weisheit des Herrn in die Irre gehen. Die höllischen Zustände sind real und der Hölle zu entrinnen ist theoretisch einfach. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst und die Pforten der Hölle werden auch dich nicht überwältigen können. Praktisch gesehen sprechen wir hier von der Hauptlebensaufgabe des Menschen. Zu den Zitaten des Herrn. Der Herr spricht: Wie sieht dieser Schwerpunkt der Erde dann aus? Woraus besteht er? Ist er ein Diamantklumpen? Oder ist er etwa pures Gold oder Eisen oder etwa gar Magnet? Oder ist er etwa gar ein hohler Raum, erfüllt mit nichts als einem ewig unauslöschlichen Feuer? Und dient etwa wohl gar zum Aufenthalte der Verdammten und führt den respektablen Titel Hölle, von der die hier und da auf der Erde verstreuten, feuerspeienden Berge gewisser Art etwa Kamine sind? Da sage ich, von allem dem ist im Schwerpunkte der Erde keine Rede, ebenso wenig wie physisch genommen bei dem Herzen eines Menschen von allem dem die Rede sein kann. Aus Die Erde von Jakob Lorber. Ja, die göttliche wahre Liebe unterscheidet sich von der höllischen freilich ganz gewaltigst darin, dass die göttliche Liebe zwar auch raubet, gleich der höllischen, aber sie gibt alles wieder her. Sie sammelt bloß des Wiedergebens willen, während die höllische Liebe bloß für den eigenen Rachen raubet und nichts wiederhergeben will. Aus dem großen Evangelium des Johannes, Jakob Lorber. Warum, o ihr Menschen der Erde, produziert ihr Ketten und legt sie dann sicher um eure eigenen Füße? Ich sage euch die Wahrheit. Ihr seid alles Gefangene, Sklaven eurer eigenen bösen Gedanken und Wünsche. Deshalb gebt all diesen Wahnsinn auf und kommt zu mir zurück. Ruft meinen Namen an in Ernsthaftigkeit und Wahrheit, und ihr seid wirklich frei. Denn ich halte all die Schlüssel, sogar über den Tod und die Hölle habe ich komplette Autorität. Aus Die Trompete Gottes. Zum Beispiel gibt es Seelen, hätten sie Erfolg gehabt mit ihren beabsichtigten Plänen, würden sie am Ende ihres Lebens in die Hölle gehen. Aber weil ich ein Eingreifen erlaubte, veränderte es den Kurs ihres Lebens komplett. Sie können es nicht sehen und so werden sie bitter. Aber wird jene Verbitterung sie nicht auch in die Hölle führen? Sie kann, wenn niemand eingreift. Aber ich bewege buchstäblich Himmel und Erde, um ihnen jemand über ihren Weg zu senden, der ihre ganze Gesinnung verändert, viele Male am Ende ihres Lebens, wenn es ihre letzte Chance ist. Nicht, dass ich es nicht früher versuche, aber einige sind so verhärtet und stur, dass sie dem Tod gegenüberstehen müssen, um ihre Fehler zu realisieren.
aus die Liebesbriefe von Jesus. Da aber der Geist zufolge notwendigster göttlicher Ordnung eine bestimmte Zeit in der Materie des Fleisches dieser Welt versenkt werden muss, auf dass er fest werde in seiner Freiheit und nahe völligen Unabhängigkeit von Gott, ohne die er Gott nie schauen könnte und noch weniger bestehen in, neben und bei Gott. So der Geist aber eben in der Materie reift und sich festet in der Freiheit und Unabhängigkeit von Gott, steht er aber in der unmöglichen vermeidbaren Gefahr, von der Materie selbst verschlungen und mitgetötet zu werden, aus welchem Tode eine Erweckung zum Leben in Gott eine höchst schwere und leidende ist und sein muss. So sagte der Herr wohlverstanden nicht zum Fleischmenschen, sondern zum Geistmenschen: So dich das Auge ärgert, da reiße es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, mit einem Auge in die Himmel zu gehen, als mit beiden in die Hölle. Was so viel sagen will als: Wenn dich das Licht der Welt zu sehr verlockt, so tue dir Gewalt an und kehre dich ab von solchem Lichte, das dich in den Tod der Materie zöge. Benimm also dir selbst als Geist den leeren Genuss der Weltanschauung und wende dich mit deiner Sehe den rein himmlischen Dingen zu. Denn es ist dir besser, ohne alle Weltkunde in das Reich des ewigen Lebens einzugehen, als wie zu weltkundig einerseits und zu wenig geistkundig andererseits von dem Tode der Materie verschlungen zu werden. Aus dem großen Evangelium des Johannes, Jakob Lorber. Meine Kinder, seid weise und wachsam, seid nicht getäuscht, denn ich sage euch die Wahrheit. Von Anfang an war Satan ein Verführer und ein Mörder. Er war niemals auf der Seite der Wahrheit. Von Anfang an versuchte er, meine Leute zu verführen, indem er sagte: Ihr werdet nicht sicher sterben. Und noch immer, bis zu diesem Tag, wird die Lüge weit verbreitet gesprochen und akzeptiert und sogar heftig verteidigt von den Kirchen der Menschen um des Stolzes willen. Denn sie halten die Lüge hoch, indem sie lehren, dass egal ob einer glaubt und den Sohn akzeptiert oder ob einer es unterlässt und das Leben zurückweist, dass alle ewiges Leben haben, im Himmel oder in der Hölle. Glaubt ihnen nicht. Schaut mit einem größeren Weitblick, denn ich ändere nicht. Ich gewähre den Bösen kein ewiges Leben in irgendeiner Form, noch werden die im Herzen Bösen ewiges Leben sehen. Ihre Existenz wird von ihnen genommen sein. Sie werden sicherlich ausgelöscht werden. Da gibt es kein Leben im Tod, noch gibt es Qual in meinem Gewand, noch ist es mir in den Sinn gekommen. Geliebte, die Kirchen der Menschen sprechen Dummheiten und ihre Führer vermitteln Lehren vom Teufel. Aus die Trompete Gottes. Durch dein Herz wirst du nach dem Tode deines Leibes hinaustreten in den endlosen Gottesraum. Und nach der Art deines Herzens wirst du ihn entweder als Himmel oder als Hölle antreffen. Denn es gibt nirgends einen eigens geschaffenen Himmel, noch irgendeine eigens geschaffene Hölle. Sondern alles das kommt aus dem Herzen des Menschen. Und so bereitet sich ein jeder Mensch im Herzen, je nachdem er Gutes tut oder Böses, entweder den Himmel oder die Hölle. Und wie er glaubt, will und handelt, also wird er auch seines Glaubens leben, aus dem heraus sein Wille genährt ward und ins Handeln überging. Aus dem großen Evangelium des Johannes, Jakob Lorber. Da wandte ich mich wieder freundlichst zu Petrus und sagte: Darum habe ich dich nicht im Geringsten herabgesetzt, so ich dir in der scharfen Anrede gezeigt habe, dein Menschliches. Alles, was dies weltlich-menschliches am Menschen ist, als sein Fleisch und dessen verschiedenartige Bedürfnisse aus puren diesirdischen Rücksichten, ist im Gerichte, darum Hölle und Satan,
der da ist ein Inbegriff alles Gerichtes, alles Todes und aller Nacht und alles Truges. Denn alles scheinbare Leben der Materie ist nur ein Trugleben und all ihr Wert ist so viel wie gar keiner. Aus dem großen Evangelium des Johannes, Jakob Lorber. Wenn der Geist irgendeines großen Sünders sich von diesem materiellen Leben löst, um in das geistige Tal einzugehen, ist er erstaunt festzustellen, dass die Hölle, wie er sich diese vorstellte, nicht existiert und dass das Feuer, von dem man ihm in vergangenen Zeiten erzählte, nichts anderes als die geistige Auswirkung seiner Werke ist, wenn er dem unerbittlichen Richter gegenübersteht, welcher sein Gewissen ist. Dieses jenseitige Gericht, diese Helligkeit, die inmitten der Finsternis anbricht, die jenen Sünder umgibt, brennt stärker als das heißeste Feuer, das ihr euch vorstellen könnt. Doch es ist keine Marter, die im Voraus als eine Strafe für den, der mich verletzt hat, vorbereitet wurde. Nein, diese Qual entspringt der Erkenntnis der begangenen Verfehlungen, dem Leid, den verletzt zu haben, der ihm das Dasein schenkte, einen schlechten Gebrauch von der Zeit und all den Gütern gemacht zu haben, die er von seinem Herrn empfing. Aus das Dritte Testament.